Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeons 3, wo wir mal weiter in der Hauptkampagne machen. Höhen und Tiefen. Das erbarmungslose Böse hatte die nicht ganz so freien Städte erreicht, um dort einen weiteren Mitstreiter von Thanos zu besiegen. Doch zunächst einmal musste die Verteidigung geschwächt werden. Die Wasservorräte der Städte lagen ganz in der Nähe. Okay. In Zusammenarbeit mit dem muskelbepackten Oger hatte das brandschatzende Böse viel Winter zerstört. So wurde die einstige Hafenstadt von den Flammen verzehrt. Übrig blieb nur noch ein rauchendes Häuflein Elend. Ein dritter Teil der Vielwinter-Serie sollte dann wohl Aschestrand des Todes heißen. Zur Siegesfeier ließ es sich der Oger nicht nehmen, ein kleines Konzert seiner Solo-Band zu geben. Leider war keiner den Gerüchen gewachsen, die seinen Horngesängen folgten, und sogar Talia flüchtete mit ihrer Armee des geruchsempfindlichen Bösen, als der arme Tropf, der dem Oger nachschenkte, keuchend zu Boden ging. Damit hatte das ressourcenverbratende Böse also abermals ein Schiff erbeutet und segelte wiederum zu irgendwelchen Ländern. Diese Geschichte ist so spannend und abwechslungsreich. Nun gut, so segelte also die Armee des sorgenfreien Bösen in Richtung der nicht ganz so freien Städte, einem Verbund an unanständig wohlhabenden Städten fernab des Festlandes. Es war taktisch verständlich, dass diese beim Vorrücken auf die Hauptstadt Sturmluft nicht zurückbleiben durften. Noch viel wichtiger aber war, dass dort Elric der Schönling sein Unwesen trieb. Ein gutmütiger und selbstverdienter Paladin und, was noch weit schlimmer war, ein Mitstreiter von Thanos. Talia würde es sich nicht nehmen lassen, ihrem Ziehvater eins auszuwischen, indem sie eins seiner Schäfchen scheren und am Spieß braten würde. Wo war dieses Rezeptbuch? Es hieß Paladin, so wird er schön saftig. Aber hat wenigstens ein Achievement gekriegt, ne? Oder war das doch eher nur, dass er irgendwas spielt? Ach ja. Schön. Die ganzen Anspielungen, einfach herrlich. Die Armee des schonungslosen Bösen hatte die nicht ganz so freien Städte erreicht. Mehrere große Städte verteilten sich hier auf zahlreiche kleinere Inseln. Die Hauptstadt Alphas war ganz nah. Dort würde sich Elric der Schönling höchstwahrscheinlich aufhalten. Leider waren die nicht ganz so freien Städte äußerst wehrhaft. Ein direkter Angriff wäre unklug. Doch das heimtückische Böse hatte bereits einen Plan gefasst, um die Verteidigung zu schwächen. Ganz in der Nähe der Landungsstelle befanden sich mehrere Süßwasservorräte. Würde man diese mit etwas versetzen, hätte dies bestimmt äußerst interessante Auswirkungen. deshalb habe ich diesen Zombie-Virus im Glas dabei. Ausgezeichnet. Wasser vergiften und Tote erschaffen. Alles klar. Los, Kreaturen, macht sie platt! Verrenkt ihnen die Hälse! Stellt Misstrauensanträge gegen sie! Leider waren die Gewässer in diesem Bereich äußerst tückisch und konnten innerhalb kürzester Zeit steigen und sinken. Unglücklicherweise hatten die Kreaturen des wasserscheuen Bösen keinen Schwimmkurs absolviert. Idioten. Schwachköpfe. Um die ist es nicht schade. Das konnte man so sehen. Doch das ermüdete Böse war es leid, immer wieder seine Armeen aufzufüllen. In weiser Voraussicht hatte es deshalb bereits eine Krypta errichten lassen, um hordische Kreaturen wiederbeleben zu können. Ja, okay. Von mir aus auch so. Ich muss jetzt etwas kaputt machen. Es kribbelt mir schon in den Fingern. Okay. So, wir haben zwei Eingänge. Heldenportal und Zerstörbar. Okay. Da haben wir Gold.
Das heißt, wir versuchen erstmal hier schön gerade hoch zu buddeln. Dann gehen wir hier mal, ne? So, hier gehen wir bis rüber. Hier machen wir nochmal ein bisschen weg. Hier dürfen wir buddeln, hier dürfen wir buddeln. Dann gehen wir einmal hier gerade runter. Bis hier. Und von hier aus gerade mal runter. Bis hier. Perfekt. So, wenn das die Schnodderlinge... Was ist denn das für ein komisches Ding im Dungeon? Es sieht wie eine Art Portal aus, aber es scheint inaktiv zu sein. Dann können wir es fürs Erste auch ignorieren. Ach ja, die Einfachheit bösartiger Gemüter. Aber gut, das Portal-Ding, was auch immer, schien ohnehin äußerst solide und damit unzerstörbar zu sein. Insofern machte es tatsächlich keinen Sinn, sich weiter damit zu beschäftigen. Da gebe ich dir recht. So, hier machen wir auch noch mal ein bisschen größer. Die Guru-Guru-Farm, die muss definitiv größer werden. So wird das ja nichts mit den Guru-Gurus. Hier haben wir jetzt jeweils 2-2 drin. Das heißt, auch hier muss größer werden. Hier müssen wir auch größer machen. Und der Friedhof ist an und für sich auch nicht groß genug. Das heißt, wir hauen hier nochmal einen raus. Hier nochmal einen raus. Hauen hier den ganzen Käse nochmal weg und den ganzen Käse nochmal weg. Dann machen wir uns das ziemlich simpel und einfach. Wir machen jetzt hier den Eingang dann zu. Genauso wie wir hier diesen Eingang zumachen. Sehr schön. Was nicht so schön ist, dass hier Gold liegt. Und das direkt auf der Straße. Das muss schnell abgetragen werden. So. Aber wir brauchen zuerst Schnodderlinge jetzt mal. So, wo haben wir die Kleinen? Da haben wir sie. Dann könnt ihr mir hier mal das Ding aufbuddeln. Machen wir auch gleich ein bisschen größer. Ist ja noch alles im Rahmen. Okay. Hier machen wir dann schon mal die Schatzkammer draus. Damit das Ding hier schön schnell weggebuddelt wird. Weil Gold brauchen wir ja sowieso viel. Müssen wir den ganzen Dungeon noch ausbauen. So, dann die Guru-Guru-Farm. Kommt. Zack, einmal hier hin. Und hier müssten wir jetzt so 3, dann nochmal 2, dann nochmal 2. Schon mal nachziehen. Ey, das reicht ja nicht ganz aus. Weil hier nebenan schon wieder was anderes ist. Das heißt, wir müssten in die Richtung expandieren mit dem Wachraum. Also so ungefähr. Ne, halt. Ja, so dürfte es passen, weil wir brauchen ja immer noch eine Wand dazwischen. So, das Gold bitte auch wegnehmen. So, dann nehmen wir uns jetzt als erstes... Nager brauchen wir eigentlich nicht. Wir bräuchten einen Kerker. Und der kostet genau 200. Uiuiui. Den müssen wir hier auch dann irgendwo noch unterbringen. Machen wir mal ein bisschen sicheren Kerker. Und hier nochmal 3. Können wir hier eigentlich 2 noch dran setzen. Hier noch 2 dran setzen. Und hier noch 2 dran setzen. Dürfte groß genug werden für den Kerker. Habe ich Wachraum schon? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Wäre ja auch was Gutes gewesen. Das sieht ein bisschen blöd aus hier. Mache ich doch wieder zu hier hinten. Genauso wie den hier. Den machen wir auch wieder zu. Ich glaube, das Wasser kommt gerade. So wie sich das Blubbern anhörte. So,
Zack, dann können wir hier schon mal den Kerker errichten. So, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal jemand kommt. Hier müssen wir die Werkstatt auch noch ansetzen. So. Ein oben draufsetzen. Hier müssten wir jetzt den Friedhof noch vergrößern. Reicht auch nicht ganz aus, das Gold. Hier muss das Gold noch raus. Und hier muss auch noch eine Schatzkammer hin. Eieieiei. So viel zu tun, so viel zu machen. Hoffen, dass wir es hinkriegen. Aber ich wollte schon eine etwas größere Krypta bauen. Besser ist es. So, mach das hier auch wieder schön zu. Und das hier muss einmal weichen. Da muss gleich was Neues hin. Und den hier hinten müssen wir sogar wieder zukleben. So. Das sieht doch alles schon mal gar nicht so schlecht aus. Horden sollten wir auch nochmal erhöhen hier. Guru Guru Farm, ja, ist jetzt ein bisschen größer geworden mittlerweile. Können wir noch ein Stück größer machen. Ich glaube, unsere Schnörderlinge kommen einfach nicht hinterher. Das ist wohl das eheste Problem. So, machen wir schon mal die Gobbos. Sobald wir auch das Gold dafür haben. So. Ja, soweit sieht es doch halbwegs anständig aus. Jetzt muss hier nur noch das Gold ein bisschen schneller reinkommen. Na kommt, Schnaddis. Seht zu. Das Gold muss rein. Das Ding hier muss abgebaut werden. So, den deaktivieren wir mal. Den lassen wir mal aktiv. Damit wir wissen, inwiefern das uns weiterhilft. Und hier machen wir einfach nochmal zwei mehr dran. Wo wir dann halt nochmal Kisten stapeln können. Die werden wir nämlich nochmal brauchen, denke ich mal. Mana haben wir ja auch noch nicht wirklich. Also Mana-Grube in dem Fall. Da haben wir's. So, zack. Na, kommt, seht zu. Macht mal ein bisschen hin. Ah, das zählt. Alles Mana zählt sogar im Dungeon, was hier auch rumliegt. Das ist auch interessant. Okay. Bis jetzt wurden wir auch noch nicht angegriffen. Und die Schnoddis gehen jetzt da schön dran. Da gehen sie auch nochmal dran. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal den nächsten Schnodderling leisten. Dann mal schön weitermachen, ne? Ihr wisst, ich brauche Gold. Ich brauche viel Gold. Na, kommt, weiter, weiter, weiter. Nicht auch aufhören. Wenn es mir persönlich schwer fällt, den fauligen Geruch von Untoten von Fischgeruch zu unterscheiden, waren die Heldennasen der Gegend für so etwas gut ausgebildet. Schon machten sie sich bereit, der Sache auf den Grund zu gehen. Den Untergrund sozusagen. Also den Dungeon, meine ich. Ja, ist nicht so gut. Weil wir noch nicht wirklich Kreaturen haben, die dagegen vorgehen können. So, holen wir uns nochmal einen davon. Und dann Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, mehr können wir nicht erforschen. Ach, die sind von da gekommen. Okay. Ist in Ordnung. Die müssen sowieso jetzt einmal außen rumlatschen. Das einzige Blöde ist, ich hoffe, die bedienen sich jetzt nicht an unserem Gold. Weil sonst, kann ich grantig werden. Es ist Zahltag. Oh, das ist, halt, falsch. Nein, ich will das da unterhaben. So. Die
sie von oben an! Ja, dann greif sie von oben an. So, mit mehr Armee müssten wir sie doch schneller kaputt kriegen hier. Na komm, das schafft ihr. Jawohl. Sehr schön. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben auch gerade wieder ein bisschen Gold reingekriegt. Dann nehmen wir uns schon mal einen Imp. Besser als gar kein Imp. Und die werden gerade in den Kerker getragen. Auch das ist supi. Weil dann kriegen wir die nächsten Zombies. Oder Skelette, je nachdem. So, dann bauen wir hier das Ding nochmal komplett aus. Brauchen wir dafür Kisten? Ja, dafür braucht man Kisten. Was fehlt? Gold. Ja gut, Gold ist jetzt noch nicht so schlimm. So, gleich nächste hier. Es fehlt nochmal Gold. 8 Kisten haben wir noch übrig. Na kommt. Noch 20 Gold. Sehr schön. So, dann baut mir die Dinger mal fertig. Dann können unsere Armee eigentlich auch nicht sterben. So gesehen. Ah, aufheilen lasse ich euch jetzt mal nicht. Wir hauen euch jetzt einfach hier mal raus, weil wir brauchen Bosartigkeit. Dringendst. Ich werde das Land vernichten. So, in 3 Minuten kommt die nächste Flutwelle. Böse Riesenkrabbe. Kann ich euch umgehen? Nein, kann ich nicht. Okay, halten aber auch nicht so viel aus. Die gehen. Und geben uns wenigstens ein bisschen EP. So. Weiter, weiter, weiter. Hier ist nämlich die böse, böse Quelle, die ich haben möchte. Auf die Novizen, kommt. Seht zu. Sehr schön. Dem habe ich's gegeben. Ja, dann gebe ich den anderen auch nochmal. Die wollen alle sterben. Habe ich gehört. Jawohl, ja. So, das heißt, wir kriegen jetzt schon mal böse Energie. Wenigstens ein bisschen. Ganz schnell hier jetzt wieder durch. Bevor... Oh, da sind aber einige Krabben. Und hier wäre, glaube ich, der nächste Brunnen. Ach komm, wir probieren den nächsten Brunnen auch gleich. 2 Minuten, das dürften wir schaffen. Wir uns hier um die Ecke stehlen. Auch wenn unsere Einheiten jetzt noch nicht so stark sind. Plötzlich begann dieses Portalding im Dungeon zu leuchten. Es tat sich etwas. Helden an der Oberfläche hatten es offenbar aktiviert und nutzten es als direkten Zugang zum Dungeon ohne den beschwerlichen Weg über die Oberwelt. Was? Helden nutzen ein Portal in den Dungeon? Macht sie fertig. Kratzt ihnen die Augen aus. Füttert sie mit Katzenfutter. Mit Katzenfutter, okay. Dem habe ich's gezeigt. So, komm, den Rest schafft ihr jetzt auch noch. Diese Quelle brauchen wir unbedingt noch. Nimm das, du Wurm! Sehr schön. Was soll ich tun? So, einmal die Bösartigkeit einsammeln und dann ganz schnell wieder zurück in den Dungeon. So, der ist auch gleich wieder da. Wunderbar. Guru-Guru-Farm muss ausgebaut werden. Hier ist jetzt soweit alles ausgebaut. Das auch. Das Gefängnis läuft. Das läuft auch. Und unsere Armee ist rechtzeitig wieder da. Um hier reingeschmissen zu werden. Autsch. Okay, das tat ein bisschen weh. Das Böse ist unaufhaltbar. Ja. So, wie viel können wir eigentlich in den Knast sperren? 20 Leute. Haben ein bisschen zu großen Knast gebaut, denke ich mal. Aber nun gut. So, jetzt gehen wir hier erstmal auf Tüftlerwerkstatt, dann Pfeilfalle und
das hier. Denn Mana. Und 150 fehlen uns jetzt noch. Aber 150, denke ich mal, kriegen wir noch zusammen. Und ich sehe gerade, wir können sogar den Ogre anheuern. Ja, nice. Und was haben wir eigentlich hier? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Schon wieder? Aber diesmal von unten. Oh, Mann. Talia, schaffst du es? Nein! So laut hättest du jetzt nicht schreien müssen. Ganz fix, ganz fix. Nehmen wir uns noch einen Imp. Und wir nehmen uns noch einen Imp. Es ist Zahltag. So. Na, kommt schon. Oh oh. So, ich muss auch unbedingt den Wachraum... In den Reihen der Armee des gerüchtespinnenden Bösen munkelte man, dass es hier in der Gegend eine alte Ritualstätte gab, an der man eine uralte, bösartige Kreatur beschwören konnte. Das sich sofort Notizen machende Böse war äußerst interessiert. Und ob? Neue tödliche Kreaturen sind immer gut. Thanos wird staunen, wenn ich ihm begegne. So, jetzt macht mal hier irgendwas. Sonst will ich gleich Game Over. Ich bin wieder im Spiel. Ja, das ist gut. Heieieiei, das war ja jetzt mega knapp. So, wir müssen unbedingt Wachraum aufbauen. Ich mach das hier nochmal anders. Falsch. Ich brauche das Abriss. Ding. Und dann baue ich hier das einmal dorthin. Und weil wir nicht genug Mana haben. Ich muss den Mana angraben. Geht nicht anders, geht nicht anders. Das heißt, wir brauchen drei. Drei und können sogar noch einen mehr nehmen. Drei. Drei. Und können noch einen mehr nehmen. So, hauen wir hier an. Wird das die Mana-Kammer? Die müssen wir jetzt gleich als nächstes bauen. Und eine Tüftlerwerkstatt wäre auch nicht so schlecht. So, die müsste 5 mal 3 werden. 5 mal 3. 5 mal 3 und 5 mal 3. Und dann hauen wir sie hier an. Es werden riesige Räume hier. Aber ich hoffe, sie lohnen sich. So. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 2000 Gold. Das ist auch okay. Armee haben wir jetzt. Wir haben nur Skelette. Und zwar auch nur 3 Stück. Das ist natürlich nicht ausreichend. Aber es sind ja jetzt viele Gegner gestorben. Das Mana hat auch nicht ausgereicht, um die Kreaturen wieder zu beleben. Oh oh. So, machen wir hier mal so und so. Dann passt das. Da oben haben wir jetzt auch nur noch geringfügig Mana. Und ich sehe gerade, hier ist die Schatzkammer nicht fertig ausgebaut. Das muss sich auch nochmal ändern. So, dann brauchen wir hier 1, 2, 3 und 4. Das wird dann das Lektorium. Okay, das hat wenigstens für einen gereicht, damit einer wieder aufersteht. Eieiei. So, jetzt haben wir 600. Lektorium. Succubus. Ah, noch 250, 300, ne? Ja, 350 brauchen wir. Jetzt brauchen wir... Lass mich überlegen. Ne, wir könnten eigentlich die Succubus als erstes anheuern, ne?
Erstmal abwarten. Das Lektorium muss ja noch abgebaut werden. Das heißt, wir müssen jetzt... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ah, die kriegen wir jetzt aber besser weg. So. 750 Gold. Ach, hier oben. Mist. Für das Böse. Ui! So, dreht mal alle am besten um. Jetzt kriegt ihr nämlich eine kleine Armee entgegen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er jetzt darauf reagiert. So. Ja, passt doch schon ein bisschen besser. Dann einmal wieder eine Succubus anfordern. Die sich denn hier auch gleich ihren Platz mit einsetzt. Man kann ja hier schon mal so anbuddeln. Ich denke mal, das dürfte passen. Für den nächsten Abschnitt, weil hier soll dann nachher der Grubenlord rein. So, kommt schon, Schnollis. Okay, hier ist sogar noch eine Goldader. Zahltag. Ja, nehmen wir mit hier das ganze Gold. Soll ja nicht schlecht werden. Machen wir hier sogar eine etwas kleinere Goldkammer hin. Weil wir sind jetzt schon im Minus. So, Schnatterlinge, macht mal hin. Weil das hier muss auch weg. Genauso wie die Goldader. Hat auch nur noch 9000. Oh, ich hoffe, ich finde hier irgendwo Diamanten. Ansonsten kriege ich ein Problem. So. Dann können wir deine Kreatur anheuern. Sehr schön. Okay, hier machen wir noch ein bisschen größer die Goldkammer. Schaden tut es jetzt nicht. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen mehr angraben. So, hier können 8 Leute drin in die Wachtstube. Das heißt, ich werde hier Zombies und Skelette schon mal reinschmeißen. Das dürfte passen. Und dann fangen wir jetzt hier mal mit den Lernatorium an. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Okay. Die kommen jetzt aber recht häufig und sehr schnell. Aber nicht so weiter schlimm. Wir kommen trotzdem gut voran. So, wir haben schon wieder 700 Bosartigkeit. Können wir hier nochmal weiter ausbauen. Und eine Succubus kostet 750 Gold. Nice, wir nehmen uns mal kurz die Armee und rennen geschmissen hier. So, haut sie alle kaputt. Sehr schön. Einer hat sogar noch ein Level abgekriegt. So mag ich das. Lernatorium ist ja soweit fertig. Jetzt bräuchte ich... einmal das hier noch. Und was wollte ich jetzt forschen? Irgendwas wollte ich jetzt genau forschen. Was wollte ich denn jetzt forschen? Jetzt bin ich total raus. Mist.
Machen wir erstmal die Fallen. Die brauchen wir ja sowieso. Rotierender Flammer. Und hier war doch irgendwo noch... Da unten. Teergrube. So. Und eine Succubus wollte ich noch erschaffen. Dann kann ich hier nämlich den Raum komplett zumachen. So. 4x4. Und mach jetzt den Raum auch wieder hübsch. Es sind Feinde in eurem Dungeon. So. Na, komm halbwegs voran. So, machen wir das schon mal. Und die Nager jetzt nochmal erforschen. Auch wenn wir sie jetzt gerade gar nicht benutzen. Autsch! Ah, kommt schon, das schafft ihr. Ah, fast. Jawohl. Rotierender Flammer wurde erforscht. Sehr schön. Und dann brauche ich noch eine Halle der Qualen. Muss ja eigentlich auch nicht so groß sein, aber sollte halt schon eine gewisse Größe haben, finde ich. Also für die drei auf alle Fälle. Na, mal gucken. Erstmal müssen wir jetzt hier noch eine Tüftlerwerkstatt basteln. Die ist teuer. Aber sonst haben wir halt hier auch keine Gerätschaften. So. Dann hat die Horde jetzt zunächst nämlich auch ein bisschen was zu tun. Gut. Mana haben wir jetzt auch ein bisschen Vorlieb hier. Hier ist noch 8000 Gold dran. Das heißt, wir holen uns jetzt nochmal einen Schnodderling. Dann sind wir jetzt schon bei 8. Und fangen auch demnächst die Forschung an, würde ich sagen. Von den Schnodderlingen. Können wir erstmal zu jämmerlich machen. Ich denke mal, das ist jetzt momentan wichtiger, weil hier das Gold weg muss. Genauso wie das Gold muss weg. Deswegen habe ich jetzt die anderen ja natürlich auch nicht angegraben lassen. Obwohl, das können wir auch nochmal lassen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und hier muss ich mir jetzt irgendwas überlegen. Zahltag. Können ja doch... Ey, lass mich mal machen hier. Können das hier erstmal wieder zumachen. So. Wie wird das Ganze denn aussehen? Wenn wir das jetzt hier so zumachen. Okay, der Zahltag wird ein bisschen teuer. Aber na gut. Das kriegen wir schon hin. Das buddelt euch da aber nicht ein, Schnoddies, ne? Das wäre nicht so genius. Und wir brauchen danach unbedingt mehr Gold. So, jetzt können wir hier mal gucken. Das wären 3. Mach mal zu, damit ich hier mal testen kann. So, hier hätten wir 3. Hier hätten wir auch 3. In der Halle der Qualen würde ich dann halt nochmal 3 hier hinpacken. So ungefähr. Dann wäre der Raum aber ineffizient. Also sehr ineffizient. Weil ich müsste dann hier auch ein bisschen... Das Gold müsste dann halt später weg. So, Halle der Qualen. Dann bauen wir nämlich nur noch das Bad für die Geschöpfe. Fürs nächste beste Level. Und dann passt es auch. So. Aber somit haben wir jetzt schon mal wenigstens eine Halle der Qualen.
zu 70% arbeitet. Naja, okay, es ist erstmal okay. Wir könnten nichts Besseres damit machen. Wir könnten jetzt aber auch sagen, dass wir dann hier auch einfach den Gang zwischennehmen. So. Also direkt vom Kerker aus, damit die hier schneller landen. Wir haben jetzt schon wieder 700. Das heißt, wir machen hier gleich die nächste Forschung. Und Lich. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Der Lich ist ein mächtiger untoter Magier. Er hält nicht gerade viel aus. Verursacht dafür aber über Distanz Flächenschaden mit Eiseffekt. Cooler Typ. Vorsicht, Wortwitz. Hahaha. Ha, ha. Mit Geheimforschungen und einer Dose Spinat bringt ihr eure Lichs dazu, noch mächtiger zu sein. Erhöht den Bereich, in dem der Lich Schaden verursacht, um 75%. Und erhöht die Dauer der Kälte um 75%. Hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Und die halten hier gar nicht lange genug durch. Das ist auch sehr schön. Gut, also machen wir jetzt hier aber erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis dann.